Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer extrem kurzen Aufnahmesession von Shadow of the Tomb Raider. Ich wollte nur die Zeit, eine einzige Folge aufzunehmen. Endlich geschafft. Will heißen 20 Minuten. Sonst kriege ich nämlich zeitliche Probleme mit alles heute noch fertig haben. Wo sind wir? Wo müssen wir lang? Also ich meine, hier ist ja auch ein Weg, ne? Noch ein bisschen Geld verdienen hier. Warum nicht? So. Wir sind auf dem Rückweg in die Stadt, glaube ich, ne? War da nicht was? Ich glaube. Ich glaube, das ist der aktuelle Auftrag. So, hier hoch. Na, Lara ist, glaube ich, noch nicht so ganz wach. Die fummelt und fummelt hier so ein bisschen rum. Also, teilweise auch sehr komisch bemessen, wo ich jetzt klettern darf und wo nicht. Also so wirkte es zumindest gerade eben. Haben wir hier eigentlich irgendwelche Sachen, die man noch irgendwie einsammeln kann? Nein, haben wir nicht. Das bedauere ich. Ah, warte mal. Halt. Vielleicht kommen wir von hier aus jetzt zu dieser Krypta. Das können wir versuchen. Das könnte ja potenziell... auf dem Weg ging hier. Oh, das ist ganz versteckt, das ist ja furchtbar. Das könnte helfen. Was ist das? Ach, das ist diese Kletterausrüstung, ne? Oder ist das diese Kletterausrüstung? Überhangsteigeisen. Ja, ich glaube, da hatten wir sogar schon irgendwo irgendwas, dass wir das brauchten, ne? Ja, gut, okay, also doch darüber. Und dann hier wieder hoch. Und diesmal wollen wir aber dann hier nach oben weiter, ne? Och, Lara. So, wie genau funktioniert das jetzt hier? Zeig mal her. Das wäre definitiv nichts für mich. Kann ich jetzt schon sagen. So, okay. Neue Höhlen, jo. Die werden wir definitiv erreichen. Da rechts eventuell der Zugang zu der Krypta. Da hinten rüber. Entschuldigung. Ich trinke nochmal einen Schluck. Aber ich trinke nochmal einen kleinen Schluck. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wie kommen wir da hin? Wie können wir da drüben hin? Wir können es natürlich dann auch nochmal hier von aus der verbotenen Stadt oder verborgenen Stadt, Entschuldigung, herausprobieren, ob wir dann von hier hinten oder irgendwas da noch rüberkommen. Da waren ja auch noch irgendwelche Areale, die wir noch nicht erreichen konnten vorher, ne? Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es hier wirklich durchgeht. Ich würde es aber auch nicht ausschließen wollen. Oh Gott. Ist da die ganze Strecke rüber? Das wird ja lustig.
finde es nett, dass das Spiel mir das immer wieder sagt, dass das so geht. So für so dumme Leute wie mich, die das immer wieder vergessen. Nee, du springst da bestimmt nicht rüber. Wir machen das schön ruhig und gemütlich. Gehen da gar kein Risiko ein. Hier, wir tun einfach so, als ob wir uns hier einfach an einer ganz normalen Wand bewegen. Ich sollte vielleicht doch mal dieses Kletter-Upgrade kaufen, oder? Dass wir nicht ständig abrutschen. Ich meine, das ist ja kein Problem. Da einmal diese Taste drücken. Das überfordert mich jetzt nicht unbedingt. Aber so, auf geht's. Da können wir auch noch nach unten klettern, guck mal. Oder ist das, falls wir den Sprung nicht richtig schaffen hier? Sag mal, Lara, bist du doof oder was? Ah ne, warte mal, hier sind wir damals runtergesprungen, ne? Kann das sein? Ich will das blöde Dings nicht haben. Ne, wir sind ja von hier gekommen, ne? Also von... Ich bin verwirrt. Gut, nee, ich kletter nochmal hoch. Ich glaube nämlich, wir müssen hier runter. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Weg, den das Spiel für uns vorgesehen hat. Deswegen gucke ich jetzt nochmal, ob wir da oben noch irgendwas haben. Kann eventuell jetzt noch kurzfristig mitnehmen. Ja. Hey, aber das, was denn nun? Das war sehr dumm. Jetzt will ich wissen, was da oben ist. Jetzt will ich es aber wissen, Leute. Jetzt will ich es definitiv wissen. Mach da lang, fahre ich darüber. Das geht nämlich so ungefähr in die Richtung von diesem Grabmal da. Wer weiß, vielleicht ist das sogar der Weg. Lass dich da mal hängen. Guck mal, das geht. Das könnte. Ist sie doof oder was? Einfach loslassen? Ich glaube, ich bin eine. Komm, Lara, das versuchen wir nochmal. Lara. Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass sie da nicht wieder... Alter, wie doof ist denn das hier jetzt hier gerade? Manchmal ist diese Frau echt so ein bisschen... Nee, ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Das habe ich doch nicht, der Weg. Aber egal. Egal, das ist, glaube ich, doch der Weg, den wir gehen sollen, oder? Ja, das ist der Weg, den wir gehen sollen. Habe ich es jetzt verbockt? Ich weiß es nicht. Ist mir gerade auch egal, dann gehen wir jetzt hier weiter und gut ist. Dann kann sie hier durchklettern. Ob uns die Orks auch hier hochverfolgen? Müssen wir jetzt da oben irgendwie weiterklettern? Ne, wir müssen nach unten, ne? Oh, was ist denn heute los hier, Alter? Furchtbar. Einfach drauf los hier. Ja, was soll man sich immer so lange mit Kleinkram aufhalten? Machen wir ein bisschen vorwärts kommen im Leben. Es wird da drin schon irgendwo Sauerstoff geben.
Ach, das sind doch Piranhas. Ja gut, dann sind wir jetzt tot. Dann sind wir jetzt wohl tot. Okay, gut. Dann mache ich doch auf und schwimme nochmal zurück und hole nochmal Luft. Dann schwimmen wir nämlich unten rum. Ich finde es faszinierend, dass man sich vor Piranhas im Wasser verstecken kann. Funktioniert das im wirklichen Leben auch so? So, und auf geht's. Ich hasse Schwimmpassagen. Habe ich das schon mal erzählt? Ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Dann schwimmen wir halt hier unten lang. Und bleiben nach Möglichkeit hier in Deckung. So, wir müssen nur einmal auftauchen und Luft holen. Hier langt jetzt weiter. Okay. Ich schwimme schon. Ich schwimme schon schnell. Dankeschön. Hier durchzwängen. Ja, da können die uns niemals durchfolgen. Ja, das. Kommen wir jetzt hier in den Tunneln raus? Oder. Oder wo landen wir? Was hat sie jetzt gemacht? Hat sie jetzt ihre Schusswaffe und das alles wieder versteckt? Blöde Kuh. Tatsache. Hat sie gemacht. So. Vielleicht einen Zwischenstopp bei den Händlern machen. Ich meine, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, können wir unser Goldzeug und das alles verkaufen, was wir in der Tasche mitschleppen. Das hatten wir schon mal aktiviert. Und dann würde mich tatsächlich erstmal reizen, wo ist man hin, da hinten? Ob wir jetzt dieses Grabmal da erreichen können. Da werde ich jetzt als nächstes da hingucken. Die haben auch wieder ihr Outfit geändert, ne? Interessant, dass das automatisch passiert. Hallo. Wie geht's denn so? Was brauchst du? Gute Frage. Was brauchen wir denn? Hast du irgendwas, was wir brauchen könnten? Nee, eigentlich nicht. Von daher brauche ich tatsächlich letztendlich nur dein Geld. Und ja, ich weiß. Also ich könnte das auch schneller haben. Aber ich finde das ganz entspannend, hier jetzt einmal kurz durchatmen und überlegen zu können, während der Balken sich füllt. Das war eine ausgezeichnete Wahl. So, 20.000 Mögen die Götter Goldstücke. Dich anlächeln. Jetzt. Das müsste ja hier sein, ne? Göttinnen oder Kreaturen, was auch immer sie sind, es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Aber haben die Unuratu nicht gefangen genommen? Ja, ne? Gut. So, was haben wir denn hier, was wir jetzt eventuell
Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. Das wäre doch zum Beispiel was, das könnten wir mal... Oh, die Nieserei heute ist richtig schlimm. Das wird an meinem Heuschnupfen liegen. Ausdauerkräutermischungen reduzieren den erlittenen Schaden von feindlichen Nah- und Fernkampfangriffen. Das Problem ist, dass ich diese Ausdauerkräutermischung eigentlich nie benutze. Ich denke ja die Hälfte der Zeit nicht mal an unsere Heilungsdinger, deswegen nehme ich lieber das hier. Mit vollständig gezogenem Bogen zielen Sie mit L2. Halten Sie R2 und zoomen Sie mit R3 auf zwei separate Feinde. Beim Schießen werden beide Feinde gleichzeitig getroffen. Na, das ist ja super intuitiv und einfach. So, im Inventar haben wir jetzt hier natürlich... Wo ist es denn da? Hier haben wir jetzt hier die Kletterausrüstung. Die hier da Überhangsteigeisen. So, aber eigentlich wollte ich eine Schnellreise machen und zwar... Hier oben hin. Und da aus tatsächlich nochmal gucken, weil wir haben jetzt die Schrotflinte und wir haben jetzt diese Überhangkletterausrüstung. Das sind zwei neue Tools, die uns hier eventuell helfen könnten, noch irgendwelche unerforschten Stellen zu erreichen. Auf jeden Fall müssten wir damit... Doch, wir müssen damit in der Lage sein, dieses Dokument jetzt zu kriegen, oder? Braucht man dann die? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es gleich sehen. Und ausnahmsweise ist die Schnellreise jetzt vielleicht tatsächlich auch mal schneller, als wenn wir einfach manuell dahin gerannt wären. Es ist ja bei den Ladezeiten in diesem Spiel nicht unbedingt selbstverständlich. Schon bald am Ende der Folge hier auch. Ich habe schon wieder das Gefühl, so wirklich was geschafft haben wir heute nicht, oder? Bricht Lara für einige Sekunden den feindlichen Sichtkontakt, dann den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Aber es ging wahrscheinlich darum, dass die irgendwann dann halt nicht mehr wissen, wo wir sind und wir uns dann aufs Neue verstecken können. Das würde zumindest irgendwo Sinn machen. Was keinen Sinn macht, ist die Tatsache, dass die irgendwann tatsächlich aufhören zu suchen. Und zwar tatsächlich auch relativ schnell. Das ist totaler... Ich will nicht sagen Bullshit, aber es ist voll dämlich. Seilaufstiegswerkzeug. Na gut, dann halt nicht. Aber jetzt will ich mal gucken, ob wir da hinten irgendwas er... Tut mir leid, da war mir gerade mal danach. Ich kann wahrscheinlich nicht mal was damit anfangen. Oh doch, ich kann damit was anfangen. Nur nicht viel. Ach, guck mal. So war das. Ja. Einfach darüber schießen hat ja nichts gebracht, ne? Wir müssen da oben hin, ne? Ja, wir müssen da oben hin. Haben wir hier vorne vielleicht irgendwelches, wo wir von wo aus wir da schießen können? Oder eine Sache können wir noch probieren und ansonsten war es das für heute, aber ich befürchte, dass das nicht funktionieren wird.
Sei denn, wir hätten hier auch noch einen Kletteraufstieg. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Ja, nee, das war eigentlich nicht der Plan. Da kommen wir tatsächlich immer noch nicht hoch. Sind die Wölfe respawned? Einfach mal so aus Neugier. Ja. Die Wölfe sind respawned. Tschüss. Wollt mich mit euch nicht anlegen. Okay. Gut. Dann war's das mit Shadow of the Tomb Raider für heute schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid nächstes Mal dann auch wieder mit dabei, wenn wir gucken, was wir eventuell für Unuratu hier noch so erreichen können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über euch freuen.